Na, seid ihr auch schon wieder hier? Ich auch. Ich zocke gerade Black Ops 2 in meinem Road to Commander. Falls du das nicht wusstest, dann weißt du es jetzt. Kleiner Spaß, was geht Leute, mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem erneuten Part von Road to Commander. Bis jetzt sind wir Level 46. Und dieses Avatar, Gott, habe ich mir das damals erstellt. Mann, war ich merkwürdig damals. Ja, wir haben ziemlich viel freigeschaltet, unter anderem die Scorpion Evo mit der schönen bzw. schwulen Panda-Bär-Tarnung. Ich werde wahrscheinlich nochmal mit der Scorpion Evo hier spielen, weil ich gerne Schalldämpfer für diese Waffe freischalten würde, weil der Schalldämpfer doch schon sehr, sehr effektiv auf dieser Waffe ist. Und wir spielen auf Carrier und jetzt überlege ich mir doch schon noch zweimal, ob ich diese Waffe auf Carrier benutze. Ist wahrscheinlich nicht so die beste Idee, aber ich will halt nochmal die Sachen freischalten. Und wenn ich verkacke, dann ist es mein Problem. Auf Carrier bin ich übrigens relativ okay. Mit einer bestimmten Waffe bin ich relativ gut hier sogar. Ich habe mir jetzt gerade eingebildet, dass sich hier ein Gegner befindet. Aber nein, da ist keiner. Ach Gott, kann ich nicht hier hoch oder was? Du musst sterben, mein Freund, das ist richtig. So, ein paar Gegner hier. Ich lege mich mal kurz hier hin. Oh, mein Teammate hat den Rest erledigt. Sehr, sehr gut gemacht, Teammate. Bin stolz auf dich. Ich nehme mal kurz meine Secondary raus. Oder ich nehme auch mal eine Sniper. Nehme die Sniper, vielen Dank. Ich will mal jemanden snipen. Oh, verdammt. Wo sind die denn alle? Ich will niemanden sehen. Nein, oh Gott, meine Sniper-Skills. So lange nicht mehr gesniped. Obwohl, wenn ich ein bisschen mich einspiele mit der Sniper, kann ich ja mal machen. Kann ich ja mal auch ein Sniper-Live-Commentary oder sowas machen. Wow. Die Sniper-Evo. Wow, verdammt. Aber das Spiel ist sowieso gleich vorbei. Ist immer voll blöd. Ich hasse es, rein zu joinen. Was mein größter Traum in Call of Duty wäre. Lasst mich in den Kommentaren mal wissen, ob ihr derselben Meinung seid wie ich. Dass, man hier bestimmen könnte, ob man in, schon gestarteten Lobbys reinkommt oder noch ein bisschen warten will. Oder ob man schon in fertige Lobbys reinkommen will. Wow, Hitmarker. Ich werde niemals meinen Sniper-Kill bekommen. Doch, da. Ich glaube, da müsste einer sein. Ne, das ist ein Team. Ich weiß gar nicht, wieso ich ein Teammate gerade angreife. Wow, der hat mich bekommen. Ich sollte mein Mikrofon ein bisschen weiter weg von mir stellen. Weil obwohl ich so leise rede, bin ich trotzdem voll laut. So, vielen Dank. Auch wenn ich damit fertig bin, Leute. Immer wenn ich etwas geschafft habe, bin ich sehr, sehr glücklich. Nein! Okay, wir haben verloren. Leider. Aber ich bin ja auch nachgejoint. Ich konnte nicht so viel machen. Mein Score 11 zu 4 und es ist quasi wieder über 2,5er KD. Es ist vollkommen in Ordnung für einen Road to Commander, finde ich. Ich weiß nicht, ich habe euch ja schon im letzten Part gefragt, was ihr davon hält. Die Kommentare habe ich jetzt leider noch nicht gesehen. Weil ich natürlich auch ein bisschen vorproduzieren muss. Aber schaut euch das mal an, ich bin nachgejoint und habe nur 4 Kills weniger als der erste. Wie schlecht dieser Erik sein muss. Peinlich. Peinlich, Erik. Richtig peinlich. Übrigens, was ich sagen wollte, und zwar seht ihr da gerade, dass dieser Erik, wo ist er? Ist er weggegangen oder was? Ich stelle mal kurz viele Leute auf Sturm, weil ich es hasse, wenn die hier mal reinsehen. Dieser Erik, wo ist er? Doch, da ist dieser Erik. Ein Erik. 199989. Was für ein Name ist das, bitteschön? Ich persönlich hasse Zahlen mit Namen, vor allem, wenn ich mich irgendwo anmelde. Auch an einem, zum Beispiel im Forum, was total was total unwichtig ist, wie man heißt. Aber immer schaue ich dort auf die Namen. Ich weiß nicht, aber ich persönlich, ich weiß nicht, würde mich niemals mit den Zahlen nennen. Ich finde das so hässlich, Namen mit Zahlen. Lasst mir mal in die Kommentare wissen, was ihr davon hält. Ob ihr eine Zahl in euren Namen reintun wollt. Kommentiert das Video erst gar nicht, wenn ihr eine Zahl im Namen habt. Kleiner Spaß. Nein, ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht. Vor allem, man kann sich ja auch einen neuen Username erstellen, also. Aber ich persönlich meine jetzt sowas Großes, zum Beispiel so ein YouTube-Kanal. Ich meine jetzt nicht, wenn ihr zum Beispiel User seid und euch irgendwie genannt habt, keine Ahnung wie. So, ich nehme mal die Tar. Was? Wer? Ich kann meine Dings da nicht mal mitnehmen. Nein, oh, was mache ich da? Wow, ich bin ein Genie. Gib mir irgendwas, gib mir Graffiti, das ist richtig. So, in sechs Sekunden fängt es an. Wir nehmen die Tar dieses Mal. Ich würde die gerne mit Schalldämpfer mitnehmen. Habe ich leider noch nicht freigeschaltet. Muss ich noch machen. Und Schaft auch sehr, sehr gut. Schaft ist einer meiner Lieblingsaufsätze für Waffen.
Nur es dauert immer ein bisschen länger, bis man Schaf freigeschaltet hat, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Da hat man wenigstens mehr Spaß, wenn man. Ja. Genau, dann hat man mehr Spaß, wenn man das tut, genau. Ich habe einfach immer recht. Ich frage mich, wann es der Moment kommt, wo ich mal nicht recht habe. Team Deathmatch. Vielen Dank übrigens an den ganzen Support, an dieser Serie hier, an meinem Road to Commander. Ich lade ja, wie ihr gerade auch merkt, jetzt regelmäßig hoch. Allerdings habe ich jetzt keine bestimmte Uhrzeit, an wann ich was hochlade. Ich sollte vielleicht meinen anderen Ohrstöpsel auch noch reintun. Das mache ich, wenn ich sterbe. Wow. Ich mach mal kurz. Wo ist mein anderer Ohrstöpsel? Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ach, schaffe ich gar nicht mehr. Schaffe ich gar nicht mehr. Wir gewinnen diesen Kampf. Lass mich ganz kurz mal den Ohrstöpsel hier reinstecken. Wo bist du? Hier bist du. Warte, ich weiß gar nicht, wie ich das. Oh, guck mal. Er sieht mich nicht. Ich bin sogar nicht gestorben. Wow. Wenn die nur wüssten. Wenn die nur. Oh, verdammt. Ja, das war quasi ein freier Kill, wenn ich mich auch so blöd vor seine Waffe stelle. Das war gerade ein sehr, sehr großer Fail. War auch nur, weil ich mein Ohrstöpsel vergessen habe reinzutun. Ist halt immer der Fail, wenn man. Oh. Falscher Alarm, falscher Alarm. Ihr könnt ruhig die Hände runternehmen. Das war ein falscher Alarm. Okay, ich sollte vielleicht nicht so viel lachen. Ich glaube, die spawnen wieder hinten, wo sie am Anfang auch gespawnt sind. Wow. Ist das dein Ernst? Wow. Sehr scheiße gerade. Läuft gerade nicht so gut für mich, muss ich. Aber es laggt auch ein bisschen. Damit meine ich, dass die Schüsse ein bisschen später ankommen. Wow, die Waffe ist stark. Die Waffe ist sehr, sehr stark. Ich glaube, die müssen von hier gleich langkommen. Ja, jemand wirft schon hier Granaten lang. Oder war das mein Teammate? Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich glaube, wäre das nicht mein Teammate gewesen. Wir haben eine Drohne. Wow. Drohnen hin, Drohnen her, Drohnen everywhere. Wow. Mit seiner scheiß Trafika, Gott, ist diese Waffe zu stark. Bitte nerven, Alter. Bitte schwächer machen am besten, Alter. Bitte. Das war eine schlechte C4. Das war das schlechteste C4, was ich jemals werfen hätte können. Mein Freund, was machst du da? Das interessiert mich mal. Ganz stark. Genauso wie was du da machst. So, warten wir kurz auf die Gegner. Ich gehe mal hier lang. Ich denke, das wird keiner erwarten. Das ist richtig. Das ist richtig. Das wird keiner erwarten. Da ist noch einer. Ab dem er nach rechts gegangen ist und dieses C4 geworfen hat, wusste ich schon, dass ich sterben werde. Krass, ne? Ich bin quasi ein Magier, wie ich schon immer gesagt habe. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Vorräte unterwegs. Ihr müsst mal ein C4 irgendwo hinwerfen, dann auf der Karte schauen, wo sich die Gegner gerade befinden. Das nenne ich mal Spawn-Trapping vom Allerfeinsten. Yeah. Ich liebe Spawn-Trapping, ist mein Lieblings-Trapping. Das ist richtig, ich habe mich verstanden, Bitches. Die müssten sich jetzt hier alle befinden, glaube ich. Läuft bei dir. Mach weiter so, du bist der beste Spieler ever. Ich hole mal kurz meine Drohne raus. Ich glaube nämlich, dass die wieder von da kommen werden. Nope, die kommen nicht von da, die kommen von dieser Mitte dort. Ich habe mal kurz mal eine. Ah! Ich habe nicht genug auf die Map geachtet. 16 zu 6, wow. Das war ein sehr schlechtes C4. Das schlechteste C4, was ich jemals hätte werfen können. Und wenn man nicht snipen kann, dann sage ich immer wieder, man sollte es lassen. Ich habe vor kurzem mal einen übelsten Sniper im Team gehabt. Das war nicht im Team gehabt, im Gegnerteam. Der hat mich so zerstört, ernsthaft. Also ich muss sagen, der Typ hat alle einfach jeden Scheiß getroffen. Und auf der Xbox gibt es ja auch eigentlich kein. Ja, auf der Xbox gibt es ja normalerweise auch keine Hacker. Also eigentlich nie. Gibt es nur auf der PlayStation. Was macht der dort? Kann mir das irgendjemand sagen? Was er dort macht. Das würde mich mal sehr interessieren. Verdammt, keine Kills leider bekommen. Aber ich denke, wir können die von hier holen. Boah, mein Aiming ist auch nicht mehr das, was es mal war. Aber ist doch vollkommen egal. Die Drohne steht bereit. Puh, das war auf jeden Fall ein gutes Spiel, muss ich sagen. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich spiele auch noch gleich eine Runde danach. Also hat wirklich Spaß gemacht, diese Runde. Was für einen Score habe ich? Schau euch mal diese Kick an. 24-7. 3,4, 3 AKD. High five. Psst. High five. Psst. High five. Psst. Rechte drei High five hintereinander.
Gut, jetzt mal wieder meine Kopfhörer auf, nicht, dass ich wieder vergesse. Und der Erik, der Gute mit den vielen Zahlen, ist Zweiter. Herzlichen Glückwunsch, Erik. Du kannst dir gerne einen Keks kaufen. Welche Waffe soll ich denn dieses Mal nehmen? Oh, kannst du bitte deine Fresse halten? Vielen Dank. Mal sehen, was von der Map kommt. Wir machen mal den Zufall. Wir überlassen unser Schicksal dem Zufall. Ich weiß es nicht. Eigentlich, Fiendstift ist meine Lieblingswaffe, aber ich will ja nicht immer nur meine Lieblingswaffe nehmen. Wir nehmen mal die SWAT. Schaut euch mal, wie oft ich mit der gespielt habe, wie viel ich freigeschaltet habe. Habe eine Zeit lang nur mit der Waffe gespielt, weil sie einfach so geil ist. Für die SWAT ist auf jeden Fall Schaft eine Pflicht. Und Vordergriff. Rotpunktvisier. Machen wir Rotpunktvisier lieber. So viel Rückschuss hat die jetzt auch nicht. Ist ja eine 3er-Burst-Waffe. Und dann können wir noch C4 einpacken. Zähigkeit, Hardliner, Extrembedingungen. Diese Wildcards habe ich extrem selten benutzt. Das Ding ist einfach, diese Wildcards, die verschwenden 2 Plätze. Also, ihr seht ja oben, habt ihr 10 Plätze. Und die verschwenden 2 Plätze gleich. Deswegen sind die nicht so effektiv, um eine gute Klasse zu erstellen. Wenn ich sie allerdings benutzen würde, würde ich mich entscheiden dafür, das extra 2 zu benutzen. Und da noch was nachzusehen, was ich da noch nehmen könnte. Und ich glaube, ich würde da Plünderer nehmen, anstatt noch Zähigkeit. Also Zähigkeit und Plünderer. Und mal sehen, was ich hier eigentlich besser nehmen kann. Totenstille kann ich nehmen. Obwohl nicht. Ich glaube, ich belasse es bei Extrembedingungen, weil ich es einfach besser finde. Ja, Studio. Ja! Ich liebe diese Map, müsst ihr wissen. Ist von Black Ops 1. Würdet ihr euch freuen, wenn ich euch küssen würde? Ja, ne? Würde ich aber nicht machen. Wisst ihr auch wieso? Weil ihr Jungs seid. Ich stehe auf Mädchen, müsst ihr wissen. Ich bin eine Ausnahme, wenn es um die Männer geht. Ja, man muss ja wissen, dass 10% aller Männer schwul sind. Es sind schon ziemlich viele. Vor allem, ihr könnt ja so sehen. Sagen wir zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich muss kurz berechnen. Ihr habt 20 Jungs in der Klasse und 2 davon sind gay. Ich meine, das ist ja nichts Schlimmes, gay zu sein. Ich meine, wen juckt's, ne? Keine Ahnung. Ist ja gar nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, was die Leute mal mit ihrem Gay haben. Ich meine, je mehr Frauen bleiben für euch übrig, also... Gibt's keinen Grund, sich da zu beschweren. Aber 10% sind echt schon viel. Also, als ich das gehört habe damals... Ist schon ein bisschen länger her. Oh, da ist jemand. Habe ich durch das C4 gemerkt. Wow, der Typ ist gleich hier gespawnt, nachdem ich diesen Gegner hier eliminiert habe. Ich glaube, die Spawn ist da hinten. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Wow, scheiße. Der ist doch von da gekommen. Das war nicht so gut. Ich wusste, dass die Gegner von da kommen. Von diesem Häuschen dort. Von diesem da hinten. Aber ich habe sie einfach unterschätzt. Meine Nase juckt. Was ist denn heute los? Wow. Diese Sniper hier in dem Game. Unglaublich schrecklich. Unglaublich schrecklich. Kann man jetzt C4 dahin? Ich glaube, die befinden sich alle da hinten. Die Connection, es laggt übrigens. Es laggt stark. Also so, dass die Schüsse später ankommen. Das ist total scheiße. Ich mag es gar nicht, wenn es laggt. Wow. So unnötige Tode, aber auch. So unnötige Tode. Ich habe gerade einen Messerstich gehört. Es laggt, seht ihr? Ja, Verbindung unterbrochen. Das liegt nicht an mir. Das liegt nicht an mir. Was? Was? Wow. Das Spiel ist vorbei. Alles klar. Wir spielen trotzdem noch eine Runde, weil das können wir natürlich nicht einsehen. Das war wirklich ziemlich blöd gerade. Ich weiß gar nicht, was da los war. Es hat aber auch schon von Anfang an gelaggt, muss ich sagen. Als ich mich so ein bisschen umgedreht habe. Und ich hasse diese Menschen, die wirklich Host werden. Und dann einfach so rausgehen. Das Gute ist aber jetzt, dass wir wieder auf Studio spielen können. Und das nur in 28 Sekunden. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Und ich muss sagen, ich bereue es wirklich sehr stark, dass ich auf diesem Kanal wirklich wenig hochgeladen habe. Ich habe das auch gemerkt, wie ihr meine Videos schon vergessen habt und sowas. Hätte ich niemals gedacht, dass jemand von euch meine Videos so vergessen kann. Aber ich habe bei Facebook was gepostet. Ach, der lebt ja auch noch, ne? Da kommen immer so komische Sprüche. Aber ich habe halt sehr viel auf meinem zweiten Kanal gemacht. Wo ich ja wirklich alles Let's Playe, jeden Scheiß. Und der mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Aber dieser Kanal hat natürlich Vorrang. Und das war natürlich ein sehr, sehr großer Fehler.
Ich produziere auch immer zuerst für den Kanal und dann erst für den zweiten ab jetzt. Also nicht ab jetzt, schon seit ich glaube 3 Tagen schon. Weil, ich weiß nicht. Wow, jetzt dauert es wieder 34 Sekunden. Wurde ein neuer Host gewählt oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich schaue mich mal ein bisschen hier um. Die Tar ist übrigens so gut. Und wie gesagt, für die Leute, die sich fragen, wieso ich euch Tipps gebe manchmal. Ob ihr schon selber wisst, wie das Spiel funktioniert, das mache ich nur. Für die Leute, die natürlich nicht so gut sind. Gibt es ja auch sehr, sehr viele von. Ich schaue mich um. Ich weiß nicht, mit welcher Waffe kann ich hier noch spielen? Vielleicht mit den Schrotflinten mal. Mit der Sniper finde ich es, um ehrlich zu sein, ein bisschen langweilig zu spielen. Ich weiß nicht. Mit dem Einschaltschild können wir mal spielen, denke ich. Wäre eine ganz gute Idee. Ich habe hier nämlich noch eine freie Klasse. Und die M27 auch sehr, sehr, sehr gut. Mit der habe ich übrigens in meinem ersten Road to Commander gespielt. Vielleicht mit der Emta oder sowas, ich habe keine Ahnung. Gut, wir spielen wieder auf Studio, endlich. Ich habe mir auch überlegt, diese Szene hier zu cutten. Damit es nicht so langweilig wird. Lasst mich mal in die Kommentare wissen, wollt ihr, dass ich schneide? Oder wollt ihr, dass ich das flüssig so lasse? Ich glaube, ich werde ab jetzt immer schneiden, ab dem nächsten Part. So die... Ja, Studio. Ich dachte, jetzt kommt eine andere Map, habe ich mir gerade eingebildet. Weil, ja, ich weiß nicht, es ist ziemlich langweilig. Wisst ihr, diese ganzen Szenen dort, diese ganzen Sequenzen, diese Wartezeiten und sowas, ist ziemlich langweilig. Deswegen denke ich, dass die erstmal nicht mehr kommen werden. Ich würde übrigens diesmal einen anderen Weg nehmen. Sie werden lernen, ich bin mir zwar nicht sicher, wo sie genau... Wow, er legt es... Wow. Oder jetzt geht's, glaube ich. Ja, jetzt geht's. Wow, das war ein guter Anfang. Yeah, danke für die Kills. It's really appreciated. Ich weiß es zu schätzen, meine Freunde. Ich weiß es zu schätzen. Blendgranaten, ich bin hier gar nicht so der Fan von Blendgranaten in dem Game. Aber eins weiß ich, dass sich jeder Gegner hier befindet gerade. Oder da vorne. Ich gehe mal kurz zu ihm, um meinen Besuch abzustatten. Vielen Dank für den Kill. Vielen Dank für die Drohne. Ich weiß es zu schätzen, mein Freund. Der befindet sich im Haus. Was der da macht, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe... Wow, lag. Lag! Hör auf damit! Mann, Alter. Wow! Ein Collateral hat er bekommen. Was für ein Glücksbild, der Spasti. Ich weiß gar nicht, ob der Typ das mit Absicht macht, dass es so laggt. Damit er selber einen Vorteil hat. Aber es nervt einfach nur. Es nervt extrem. Aber jetzt die Hitmarker mal gezählt. Wer nicht weiß, was ich meine mit Hitmarker. Nein, von hinten. Mann. Wenn ich weiß... Wow, diese Connection. Hör auf damit, Alter. Was ist denn los? Das liegt nicht an meinem Internet. Ernsthaft nicht. Ich verspreche es. Was? Ja, es laggt einfach zu stark. Ich kann die einfach nicht töten. Es laggt... Oh, gut. Ich kann die einfach manchmal gar nicht töten, weil es zu stark laggt. Ja, immer springen. Auch eine übelst geile Taktik. Für Sniper eine übelst geile Taktik. Immer springen. Euch hier lang zu gehen und nachladen ist nicht die beste... Hör auf damit, bitte. Hör einfach auf damit. Feindliche Konterdrohne, verdammt. Feindliche Drohne nähert sich. Ah! Nein, kurz vor der Drohne. Ich habe bislang auch keinen Orbitalsatellit mehr bekommen, ne? Aber hier laggt es auch, also ist wirklich scheiße. Feindlicher Orbitalsatellit online. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich normalerweise Rage quitte, weil ich finde das einfach unfair. Ich meine, jetzt wissen die Gegner, dass wir hier sind. Und ich finde es einfach total unfair. Total unfair, total unfair. Ja, die haben sogar einen Orbitalsatellit oben. Ich meine, die haben einen Orbitalsatellit oben, aber der sieht mich nicht. Ja, wow. Wow. Naja, solange ich die EP bekomme, ist alles okay. Aber das Spiel, das sollten die auf keinen Fall in die Wertung reintun. Ist nämlich schrecklich gerade, was hier vor sich geht. Und dieser Camper da oben, dem muss mal eine Lektion erteilt werden.
Feindliche Drohne, feindliche das, feindliche das. Alter Schwede. Ach, ich bin deprimiert, Leute. Ich bin sehr deprimiert. Diese scheiß Lag. Ich hasse diese Haus. Wenn sich die Leute keine... Gut, das ist ja nicht die Schuld. Das ist ja... Wow. Ja, ich habe noch nie so hart verloren, ein Team Deathmatch. Und das nur wegen meinem Team. Mein Team spielt so schlecht. Aber ich hoffe, man sieht den Lag wenigstens im Video. So, dass man wenigstens versteht, dass ich gerade nicht gut spielen kann. Feindliche Drohne nähert sich. Ja, das Spiel ist verloren. Das Spiel ist verloren. Beste Folge ever. Einmal kurz auf den Score meiner Teammates schauen. 2 zu 12, 4 zu 13, 5 zu 7, 5 zu 21, 5 zu 14. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Score. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Road to Commander. Das letzte Spiel war nicht so gut, aber trotzdem bitte Daumen nach oben. Dafür konnte ich nichts. Ich meine, ich habe ein 16 zu 8 mit 2er KD und die Connection war ultra, ultra schlecht. Aber trotzdem, ich hoffe, euch hat trotzdem gefallen, diese Folge. Wenn das der Fall war, könnt ihr gerne in die Playlist gehen und euch da die anderen Parts hochladen. Seit 3 Tagen lade ich wieder regelmäßig Road to Commander hoch. Ich bedanke mich auch herzlich bei jedem, der meine Serie schaut. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch übrigens einen Daumen nach oben da lassen. Es hilft mir immer sehr aus und zeigt mir nur, dass ihr mehr sehen wollt. Und zeigt mir nur, dass ich das Richtige tue, was ich gerade mache. Dieser Satz war irgendwie unlogisch, aber ich denke, ihr habt verstanden, was ich meine. Und ja, dann würde ich mal sagen, dass ich dich im nächsten Video wiedersehe und sage nur noch 3, 2, 1.